Alles klar. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Gucken, was uns Alter Ea wieder zu sagen hat. Es heißt, er schreie im Schlaf, rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Oh, habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Waise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas' ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Rückkehr des Mentors. Altair ist nach 2 Jahren selbst auferlegt im Exil nach Masyaf zurückgekehrt. Sammeln Sie Verbündete und eliminieren Sie Abbas. Niemand außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Fürwahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt, bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Hast du die Gerüchte gehört, die im Dorf umgehen? Über Abbas und seine Albträume? Nein, nein. Altair. Was ist mit ihm? Es heißt, ein alter Assassin. Zine habe das Leben eines Händlers im Tal gerettet. Er soll eine versteckte Klinge eingesetzt haben. Ach, Gerüchte. Ich glaube das nicht. Wahr oder nicht? Sag nichts zu Abbas. Er leidet unter Verfolgungswahn. Das ist wohl besser. Dein Antlitz. In der Burg Bescheid, schnell! Assassinen, zu mir! Okay, sind auch irgendwie Silhouetten, wahrscheinlich. Man weiß nicht woher, aber Altair ist sehr alt. Mentor! Willkommen. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Tötet die Verräter!
Steht mir nicht im Weg. Ich muss weg hier. Du bist nichts ohne das Artefakt. Nichts. Elender Tatagreis. Fritze. Folgt mir nach zur Burg. Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte Gott, lass mich leben. Tja, man kann auch nicht mehr klettern. Und sprint auch nicht, das ist das Schnellste, was geht. Und irgendwann ist er dann am Arsch. Ja, gefühlt mit gefühlten 93 Jahren. Tod! Vielen Dank, Freunde. Alter hier. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Ja, ich bin ein ganz alter Mann und gebrechlich und ich kann mich gar nicht kaum bewegen. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als je zuvor. Ah, okay. Du hast also... Du bist cool. Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Unser Mentor ist zurück! Meinen Respekt, Mentor. Was? Donnon! Ich kämpfe für euch. Für den Orden. Willkommen daheim. Führe meine Altair. Linie. Willkommen. Komm zurück, Mentor. Nieder mit dir. Altair. Eure Anwesenheit. Er Betrüger. Verrecke. Nieder mit den Türen. Es ist meine Ehre, Mentor. Altair. Nieder mit euch. Mentor. Stirb. Gemeinsam zum Sieg, Mentor. Sehr gute Idee. Willkommen zurück, Mentor. Mentor. Befehlt euren Männern den Rückzug. Nein, ich verteidige Masyaf. Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen, und alles Erreichte verloren. Alles, einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr, habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt, von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Ich kann euch niemals vergeben, Altair. All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr.
Tja. Holy moly, das war krass. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Das ist korrekt. Dann, wie ihr das bereits kennt, würde ich sagen, hören wir damit auf. Und wünsche euch noch wirklich einen wundervollen Tag oder Nacht oder was auch immer, morgen und etc. Weil auch immer ihr das guckt. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und kommentiert. Vielleicht, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert ihr noch. Und teilt das Video auf sozialen Netzwerken, damit meine Community immer größer wird und natürlich ich mehr Zuschauer generieren kann, wie man das so schön sagt. Ja, ansonsten, ja, viel Spaß noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!